Heute ist der 20.11.2010. 2011, 2010. Und hier sind die Anzeigen des Tages. Das Schöne vorneweg, die Sonne scheint. Seit Jahren mal wieder etwas Wärmendes im Gesicht, was kein Waschlappen ist. Finde ich gut. Der 20.11.2010. Und heute, vor 190 Jahren, am 20.11.1820, wird das Walfangschiff Essex mehrmals von einem Pottwal gerammt und sinkt. Was soll man da noch sagen? Cool. Cooler Wal. Das ist wie Stierkampf nur cooler, weil alle Zuschauer mit untergehen, wenn der Stier gewinnt. Und heute ist Weltlebertag. Ja, und zu Recht. So eine Leber, die macht ja einiges mit, was die alles leisten muss. Klar, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber wenn man der Leber was Gutes tun will, empfehle ich, schön mit Äpfel, Zwiebeln, Speck, bisschen Wein dran, schön Rotwein dazu, lecker. So, erste Anzeige von Lilly Deluxe Blumen, Krefelder Straße 68, das ist quasi hier ganz gerade durch. An der Ecke ein kleiner, schnuckeliger Blumenladen mit ganz tollen Blumen und ganz viel Zubehör zum Blumengießen, Blumenschneiden, Blumenpflegen, Blumen, alles Blumen. Handschuhe bestimmt auch. Die haben morgen, am Sonntag, den 21.11.2010, eine Adventsausstellung. Da gibt es von 12 Uhr bis 17 Uhr frische Waffeln und Glühwein. Und wir alle wissen, Glühwein schmeckt am besten, wenn es rundum auch ganz toll duftet. Und das kann man, da kann man von ausgehen in einem Blumenladen. Wer also eine zauberhafte Weihnachtswelt genießen will, geht morgen um von 12 bis 17 Uhr in den Blumenladen Lille Deluxe an der Krefelder Straße, in der Krefelder Straße 68. Viel Spaß dabei. So, nächste Anzeige, ein Geburtstagsgruß nach Berlin. Das ist Wahnsinn, der Geburtstag der Höller. Höller, Höller, Höller. Höller, Höller, Höller. Aha, Echo, warum? Weil die Frau Höller zwar in Berlin wohnt, aber aus Österreich, aus den Bergen kommt. Haha. So, werde nachher noch einen Almdudler auf dich trinken. Lass dich feiern. Prost. Oder Fürti oder was immer man da in Österreich sagt. Nächste Anzeige. Er ist immer noch cool. Er sieht immer noch gut aus. Und er steht immer noch bei uns im Büro in der Ecke rum. Ein so großer, echt cooler, weißer Kühlschrank der Whirlpool heißt die Firma. Von der Firma Whirlpool. So, unten Kühlschrank, oben Gefrierding. Der funktioniert, der steht bei uns rum, wir brauchen ihn nicht. Wer ihn umsonst haben will, kann sich abholen. Nur heute nicht. Aber ab Montag. Mensch, wird die Dusche in die Straße 22. Nächste Anzeige von Mike. Mike ruft. Hallo. 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 Wie hieß denn Kerstin? Wo bist du? Melde dich. Ich weiß, du guckst immer Brett, also melde dich. Steht heute Abend noch Weihnachtsmarkt in Bonn? Ja, Kerstin, dann melde dich mal bei dem Mike. Wenn der da alleine hingeht, dann weiß man doch, wo das hinführt. Ne? Dann steht er da, Glühwein, 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 dann kann er dich nicht mehr leiden, dann ruft er an oder schickt eine SMS und dann ist er am nächsten Tag, ne? Meld dich. So, zum Schluss wie immer noch ein Tipp von meiner Oma, für alle, die gerne nähen. Wie häufig verschüttet man beim Nähen, Nadeln, Haken oder Ösen. Man muss dann aber nur einen kleinen Magnet parat haben, dann sticht man sich nämlich auch nicht in den Finger, wenn man die Nadel aufhebt. Außerdem ist so ein Magnet auch ganz gut, um festzustellen, ob die Kinder oder Enkel sich heimlich irgendwo gepierst haben. So, das war's von mir. Wenn Sie was zu sagen haben, sagen Sie es Patch 22 in der Schillingstraße 22. Die sagen es mir, ich sag's dem Pferdel. Jeden Tag 16 Uhr vor der Agneskirche, samstags um 14 Uhr vor der Agneskirche, wenn Markt ist. Auch 12 Uhr auf dem Sudermannplatz oder rund um die Uhr www.derschwarzebrett.de. Das bin ich. Tschüss. Jetzt auf die Sonnenbank. Die steht da.